Hallo und herzlich willkommen zurück zu Enter the Gungeon. Ich habe ehrlich gesagt nochmal Bock auf den Hunter. Oder die Huntress. Oh. Mal schauen. Ich muss nochmal kurz was nachgucken. Tut mir leid, Leute. Ich habe da einen Kommentar bekommen, den ich mir nochmal anschauen muss. Wo ist mein YouTube-Kommentargedönsis? Da ist mein YouTube-Kommentargedönsis. Der Typ, der am Abgrund sitzt. Ah, der Typ. Okay, dafür soll man anscheinend was bekommen, wurde mir mitgeteilt. Außerdem haben wir 6 Credit-Dingsies. Bullets, Hardlunchbox, Box, Mailbox. Tendenziell würde mich ja mal interessieren. Okay, wieder eine Waffe unlockt und auf geht's. Ham ham. Ham 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 ham. Schauen wir uns doch mal das erste Level bei Enter the Gungeon an. Okay. Schwupp. Und schwupp. Okay. Erster Raum erledigt. Zweiter Raum. Okay, was kommt jetzt? Granatenviechi. Schrotflintenviechi. Normales Viechi. Weiterhin nichts Neues. Okay. Läuft doch bis jetzt ganz gut. Bis jetzt zumindest. Das kann sich allerdings auch wie immer noch relativ schnell ändern. Okay. Und ebenfalls, okay, halbes Herz ist schon mal ganz hübsch. Können wir nur noch nicht allzu viel mit anfangen. Da ist unsere Boss-Tür. Okay. Der Dark Knight ist ausgeschaltet. Okay. Die sind alle. Ja, jetzt haben wir hier noch so einen komischen Elite. Auch hier sind wir durch. So, und da rechts wird es dann wahrscheinlich zum Shop oder zu unserer ersten Truhe gehen. Okay, was haben wir denn hier? Hey, das war doch schon mal nicht schlecht. Okay. Ebenfalls okay. Blauer Schroter. Weiterhin keine neuen Loots und das sieht wirklich aus wie eine Truhe. Okay. Was ist das? Shadow Bullets. Double Tap. Heißt was genau? Naja. Haltende Shadow, bla. Okay. Also man hat eine Chance, eine
eine zweite Kugel zu schießen, also. Okay. Dann switchen wir einmal hier rüber. Plonk. Ja, und dann checken wir mal, was wir noch so finden. Yep. Okay. Mehr normale Viechis. Noch ein Raum abgeschlossen. Da ist doch unser Shop. Okay, was hast du im Angebot? Poison Vial. Zwei Schlüssel für jeweils 25. Hätten wir sogar fast genug für. Truhe? Nein. Interessantes Raumlayout. Okay. Nächster Block. Schlüssel. Interessant. Für 25. Wie viel kostet die Karte für den Floor? 35. Wir kaufen erstmal nur den zweiten Schlüssel. Und abhängig davon, was das hier jetzt für eine Truhe ist. Eine braune, okay. Dann teleportieren wir uns hier runter. Und kümmern uns einfach mal um den ersten Boss. Ah, die Gungeon, die Dingenskull. Gatlingall, genau. Nope. Okay. Kurz ein bisschen warten. Ja. Uppala. Beinahe hätte es mich erwischt. Aber nur beinahe. Okay. Mist, jetzt hat es mich doch noch getroffen. Das ist irgendwie frustrierend. Okay, aber wir haben es abgeschlossen. So, was kriegen wir für ein Loot? Gamma Ray. Der ist ja süß. So, dann gibt es hier noch unseren Credit. Okay, dann... Hier hoch. Für 35 könnten wir den Schlüssel kaufen. Ich, die Karte kaufen, aber ich nehme dann doch eher den Schlüssel. Dann können wir noch eine Truhe öffnen und können immer noch in das Secret Level. Okay, nice. Ebenfalls nice. Der Raum war hier oben. Hey, tada. Da unten ist er. Geh weg, du Tisch. Zack und zack. Und abwärts. Okay. Oubliette. Testen wir nochmal den Gamma Ray hier. Also nicht so mega geil, prinzipiell. Dann können wir mal noch die Plague Pistol testen. Also Feuerrate hat sie auf jeden Fall schon mal.
Okay. Was waren alle? Okay. Also die Plague Pistol macht Spaß. Das andere Ding nicht so sehr. Okay. Stirb. Munitionsbox. Crossbow. Der hat das verdient. Der ist mit Abstand eine der besten Waffen, finde ich. Okay. Ja. Wieder eine abgeschlossen. So, Shoppy. Shoppy, Shoppy. Schild? Knife Shield. Okay. Blanks. Noch eine Tür. Was gibt es hier? Okay, ungeil. Sehr ungeil. Okay. Na gut, hierfür reicht's. Ja. Wieder ein Satz erledigt. Na, wir haben noch so eine Maximus-Geschichte hier. Okay, cool. Wieder was abgelegt. Blaue Truhe. Daran wäre ich durchaus interessiert. Ich hasse Profis. Okay. Zellenschlüssel. Nice. Okay. Nope. Stirb. Grüner Blob. Erledigt. Halbes Herz. Okay. Der Raum war aber schon lang. Gut. Oh, das sind Fallen. Schön, dass ich in Bewegung geblieben bin, sonst wäre das schwierig geworden. Noch eine Truhe. Ah. Not gonna happen. Schlüssel und Munition. Der Gamma Ray braucht's nicht. Ich denke, die Plague Pistol könnte das ganz gut gebrauchen. Hier links geht's zu der Zelle, also gehe ich als erstes hier lang. Für den Fall, dass das wer Interessantes ist. Wer bist du? Punkt, Punkt, Punkt. You freed me. Why? Because why not? That's why. Okay, hier gibt's diesen super mega Sonderschild, den wir nicht verlieren dürfen, weil wir sonst nicht in diesen anderen Raum reinkommen. Wir müssen uns erstmal räuspern. So, gefühlt hat der Hund hier bis jetzt ein Item gefunden. Gesamt, wohlgemerkt. Okay.
Okay, wer noch? Okay, okay. Cool. Cool, cool. Ja. Noch Kill. Mehr Munition. Nice. Sehr nice. So, dann tippe ich mal, dass das jetzt hier gleich mit diesem Hauptpfad wieder zusammenläuft. Ja. Und noch mehr Munition. Ja, dann können wir eigentlich nur noch den Gamma Ray voll machen. Haben wir noch was zu besuchen? Ja, da unten. Da geht's dann vermutlich zum Boss. Okay, wir haben einen Schlüssel. Mit dem einen Schlüssel können wir hier runter. Mal die blaue Truhe öffnen. Was ist das? Monster Blood, twist to open. Checken wir mal das Inventar. Emits deadly ooze when damaged. Okay. Medicine Sons Diplom. Okay. Ärzte ohne Diplom, nicht Ärzte ohne Grenzen. Also auch was ganz Nettes. Shop hatte Schlüssel, wenn ich mich nicht täusche. Shop hatte Schlüssel für 30. Oder Knife Shield für 42. Oder Table Tech Rage. Okay. Also die Überlegung ist da, dass wir uns einen Schlüssel für die braune Truhe kaufen. Ich würde jetzt erstmal mit dem Crossbow noch hier die letzten Räume klären und schauen, was mir noch so über den Weg läuft. Okay, dann haben wir jetzt ja gleich Blobby den Blob oder Blobby Blob. Blobulus, genau. Blobulus war der Name. Wir müssen den Schild eigentlich nicht kaufen. Ich würde eher den Key kaufen und mit dem Key die braune Truhe öffnen. Die Chance ist ja schließlich ziemlich groß, dass wir da was Vernünftiges bekommen. Phönix. Ah ja, der. Der war cool. Gut, ich fühle mich in meiner Entscheidung gerechtfertigt. Dann bleibt es jetzt noch Blobulus zu killen. Nehmen wir doch mal ein bisschen die Plague Pistol, würde ich tippen. Ja. Shit. Okay. Blobulus, da bist du ja. Okay. Da bin ich jetzt leider genau reingesprungen. Shit. Okay. Stirb, Blobulus. Okay, Blobulus ist erledigt. Yeah. Schwupp. Okay, dann das und das. Super Space Turtle. Oh, cool. Hero from Space.
waited by the famous Super Space Turtle, a hero from beyond the stars, bla. Okay, ist auch ein Passive. Haben wir also auch nichts mit am Hut. Bevor ich jetzt den Schild da einsammle, möchte ich mir erst diesen roten Imba-Schild zulegen. Ja. Und mir dann das normale Schild holen. Fuck! So ein Mist. Naja. Machst du nichts dran? Trotzdem. Schon mal ein Fortschritt. Ich fortschritte mal meinen Kaffee kurz. Yeah, Kaffee. Und dann gehen wir doch mal nach hier oben. Ah, direkt den Shop gefunden. Das ist schon mal schön. Ammo. Ich hatte ja erst gehofft, das wäre Armor. Okay. Also so mega geil ist der Phönix ja leider auch nicht. Außer vielleicht in absolut krass naher Reichweite. Da würde ich mich dann doch eher auf die Plague Pistol konzentrieren. Oder vielleicht sogar eher auf Okay. Oder vielleicht sogar eher auf den Crossbow wieder. Das hier wirkt so, als gäbe es hier viele Möglichkeiten, irgendwo hinzukommen. Ja. Auch das waren hier wieder alle. Da unten ist ein One-Way-Exit. Dann tippe ich mal auf eine Truhe hier in nächster Nähe. Den. Und den. Halbes Herz ist schon mal nice. Hier fliegt so ein bisschen Geld rum. Hier haben wir einen Durchgang. Raum mit Trap. Was ich eigentlich manchmal ganz nice finde so. Okay. Ja, wir haben einen Haufen Kohle. Aber nichts Vernünftiges, um sie auszugeben. Es sei denn, gab es hier Schlüssel? Oh ja, zwei Stück sogar. Okay. In der Theorie hätten wir natürlich jetzt auch endlich mal auf dieses perfekte Zündhütchen sparen können, aber... Okay, Truhe. Was ist das? Track Gun. Ah. Cool. Also jedes Mal, wenn ein Magazin leer ist, wird eine andere Waffe draus. Das ist ja auch sehr witzig. Ziemlich gefährlich, aber auch sehr witzig. Upsala, den habe ich nicht gesehen, dass der noch lebte. Okay, erledigt. Alle tot. Das war ein fixer Raum. Also Space Turtle ist schon ziemlich praktisch. Muss ich ja echt sagen. Ziemlich zielsicher. Und echt, echt praktisch. Okay, hier ist unser Boss. Ah, scheiße, ich habe das Schild schon wieder verloren. Naja, nicht zu ändern.
Es ist zumindest schon mal sehr gut zu wissen, dass ich das so zuverlässig kriegen kann. Ist hier irgendwo... Hier ist ein Schlüssel gedroppt. Nice. Nice, nice. Okay. Dann haben wir den Pfad jetzt durch. Dann können wir uns einmal hier runter teleportieren. Zack. Und einmal nach hier oben. Und euch killen. Leider keine Drops. Muni. Muni ist nice. Gerade weil sie ja so universal ist und wir unseren geliebten Crossbow wieder voll machen können. Öffnen wir mal die Truhe. Decoy. Okay. Also, beziehungsweise Decoy. Hier ist das Tempel-Ding, was wir nicht machen können. Toll. Dann müsste hier unten jetzt vermutlich Blockner sein. Ach ne, Blockner ist ja erst nächsten Floor. Okay, waren das alle? Ja, Blockner ist ja erst nächsten Floor. Okay, dann waren das alle. Dann haben wir jetzt noch 45 Tacken. Machen wir damit. Das vermutlich nicht, das vermutlich auch nicht. Okay. Dann Bossy Boss Time. Ja, na toll, das Schlangenvieh. Sorry, wenn ich jetzt gerade nicht so viel rede, aber das hier ist für mich einer der beschissesten Gegner. Ah, aber wir haben es ja fast geschafft. Dang it. Yeah! Ich glaube, den Kill hat unsere Schildkröte bekommen. Was ist das? Bullet Idol. Vengeful Spirit. Ist das wieder so ein On-Hit? Deals Damage to Enemies when Bearer is wounded. Ja, natürlich ist das wieder so ein On-Hit-Ding. Anderthalb Herzen. Mit unserem Geld können wir es uns wahrscheinlich leisten, ein volles Haar zu kaufen. Und dann abzuhauen. Donk. Okay, nächster Floor. Warten. Warten. Kann ich auch hier runtergehen? Ja, da ist der aber noch nicht. Okay. Gehen wir doch erstmal nach unten. Oh, okay. Das war dann schon mal der erste Raum. Die Trickgun finde ich prinzipiell sehr cool. Nur echt ein bisschen schwierig einzusetzen. Durch dieses Abwechselgedöns. Ja, machen wir so. 86 von 100 ist auch nicht gerade wenig. Flippen noch ein paar Tables. Und nächster Raum.
Das war dann der schlimmste Part von dem Raum gerade. Gott sei Dank ist dieses Viech endlich tot. Oh, eine neue Blank. Nice. Was gibt's hier? Dieses Vieh und dieses Vieh sind beide tot. Und dann laufen die hier oben zusammen. Ja. Okay, dann kann ich mich gerade wieder darunter teleportieren. Und hier weitermachen. Okay, erst kurz warten. Fuck! Ich bin absolut nicht damit einverstanden, dass das zählt. Ja. Ihr müsst noch sterben. Abgeschlossen. Ja, und jetzt wird es langsam ein bisschen haarig. Okay. Okay, aber wir leben noch. Ich bin absolut beeindruckt, dass das der Fall ist, aber wir leben noch. Okay, Shop, was hast du anzubieten? Verkäuferfuzzi oder Mampfdidampf? Nee, weder noch. Unfertige Waffe, Full Hard für 42. Der Wunsch ist da, das Geld leider nicht. Okay. Okay. So, jetzt haben wir aber genug Geld. Bonk. Jetzt hatte ich fast Schiss, ich hätte aus Versehen das Falsche gekauft. Aber, war nicht der Fall. Boss. Da links geht's noch weiter. Erledigt. Diese Schildkröte, Ladies and Gentlemen. So cool. Au. Noch eine Blank. Ah, da gibt's doch so einen Mampfer. Okay, Gamma Ray. Plague Pistol. Bitte nicht das R. Was ist das denn? Dieses Ding ist ja süß. Testen wir es doch einmal. Okay, grüne Truhe. Mal schauen, wir finden ja bestimmt noch eine zweite Truhe. Was die zweite Truhe für ein Level ist. Auch eine grüne Truhe, dann nehmen wir die. Charmhorn, Call of Duty. Okay. Das Horn will call those nearby to aid you. Dance of crude religion has been discovered. Perhaps one day they could be reasoned with. Huh. Ah, dieser Raum. Der Vollständigkeit halber können wir ihn ja schnell machen. Ja,
So. Zack. Ach, das ist ein Use-Item. Na, ich bleib mal bei dem Horn. Boop. So. Hatte der Shop noch Schlüssel? Und selbst wenn, ist das auch egal, sehe ich gerade. Ich habe nämlich kein Geld. Gut. Kann ich ja gerade wieder dahin zurückgehen, wo ich herkomme. Look out behind you. Me. Ah, fuck! Gott, da kam ich jetzt aber auch nicht weg gerade. Shit. Also... Diese zwei Items waren schon mal voll für die Füße. Gebracht haben die mir ja nicht allzu viel. Aber okay, das ist jetzt auch nicht zu ändern. Blockner, ich krieg dich noch, du Sau. Okay, dann hoffe ich aber, die Episode hat euch gefallen, ihr hattet Spaß. Wenn dem denn so war, denkt dran, ihr könnt gerne unsere Videos liken und unseren Channel abonnieren. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns nächstes Mal wieder. In diesem Sinne, wie immer von der Barcade, bye Leute.